Also auch wenn nicht nur 4 Zuhörer wären, hätte ich so begonnen. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte erlauben Sie mir, dass ich meinen Vortrag auf Hochdeutsch halte, aus verschiedenen Gründen. Erstens habe ich mich so vorbereitet. Zweitens habe ich das von meinen Schülern auch immer verlangt. Drittens möchte ich mich wenigstens einigermaßen an mein Manuskript halten. Und schließlich, weil ich das ganz einfach gerne mache. Ich kenne Andreas Schwendener seit Kindsbeinen. Er ist der Enkel von Herr und Frau Hennig, unser Nachbarn im Lutzenberg. Wir haben uns dann aus den Augen verloren und wieder getroffen haben wir uns bei der Einweihung der Gedenktafel in Walzenhausen für Karl Lutz. Und damals tauchte die Idee für die heutige Veranstaltung auf. Ob ich nicht das Projekt Friedensstationen bei Gelegenheit vorstellen könne, wurde ich gefragt. Erstens ist mir das natürlich eine große Ehre, das auch zu tun. Und weil ich auch ein Mann der ersten Stunde dieses Projekts bin, mache ich das ganz besonders gerne und bedanke ich mich für die Einladung. Weil ich kein Mann von PowerPoint bin, sondern eher ein Mann des Wortes, wird heute kein Foliengewitter auf Sie niedergehen, sondern ein ganz gewöhnlicher Vortrag mit Manuskript. Gerne möchte ich von Anfang an am Anfang erzählen, wie das Projekt überhaupt zustande gekommen ist und wie es schließlich ausgeführt wurde. Vor allem aber geht es in meinem kleinen Vortrag um Inhalt und um die Persönlichkeiten, denen die Vorderländer Friedensstationen gewidmet sind. Ich will gerne versuchen, folgende Fragen wenigstens einigermaßen zu beantworten. Erstens, wie ist die Idee entstanden? Zweitens, wieso hier gerade im Appenzellerland? Drittens, wer sind die herausragenden Persönlichkeiten neben Henri Dunant? Gibt es Menschen in heutiger Zeit, die ähnliche Friedensarbeit leisten? Wundern Sie sich nicht darüber, wenn ich Ihnen als alter Lehrer sage, dass die Idee in der Schule beginnt? Vor etwa 25 Jahren. So lange ist es nämlich her, dass einige Kollegen der Mittelstufe, das heißt Viert- bis Sechstklasslehrer, ein Lehrmittel zum Heimatkundeunterricht erarbeiteten. Leider darf ich mich nicht zu den damaligen Autoren zählen. Erst beim Nachfolgelehrmittel Leben im Appenzellerland war ich dann dabei. Aber schon dieses vorletzte Lehrmittel war ziemlich breit angelegt und wie ich heute noch sagen würde, sehr modern. Ganzheitlich wurden Themen angepackt, von verschiedenen Seiten aus beleuchtet. Wenn zwei sich streiten, das war ein Kapitel aus diesem Lehrmittel über Streit. Konfliktbewältigung über Krieg und Frieden, auch über religiöse Aspekte des Themas. Und selbstverständlich über die Appenzeller Geschichte. So enthielt im Zuge der Behandlung der Appenzeller Geschichte das Kapitel oder war das Kapitel Befreiungskriege. Und darin war eine Wanderung vorgesehen von Vögelinsegg nach Stoß. Sie kennen die Geschichte der Schlacht am Stoß, die Schlacht an Vögelinsegg, eben die Befreiungskriege der Appenzeller. Auf Kriegspfaden wurde dieses Kapitel benannt. Und weil es meinen Kollegen bei diesem Gedanken wohl nicht ganz wohl war, kamen sie auf die Idee und fügten ein weiteres Kapitel ein, das hieß dann nicht auf Kriegspfaden, sondern auf Friedenspfaden, auf Friedenswegen, genau. Vorgeschlagen wurde eine Wanderung von Walzenhausen nach Heiden. Für diesen Teil des Appenzellerlandes gilt, dass im letzten Jahrhundert eine erstaunlich große Anzahl von Persönlichkeiten hier lebten oder hier Bezug hatten, die im weitesten Sinne und aus verschiedensten Beweggründen sich einsetzten für Frieden, Zivilcourage, Solidarität und Menschlichkeit. Warum diese Haltung gerade in unserer Gegend? Fast wage ich zu behaupten oder zu vermuten wenigstens, dass das auch mit der bevorzugten Lage und dem weiten Blick weit hinein nach Deutschland und Österreich zu tun habe. Das bekannteste Beispiel für diese Persönlichkeiten ist natürlich der erste Friedensnobelpreisträger Henri Dunant. In Heiden aber lebte auch der Karikaturist Bö. Erinnern Sie sich an ihn?
Inhalt der katholische Sozialreformer Pater Florentini, der wird Ihnen nicht so ein großer Begriff sein, aber immerhin. Er ist in Heiden gestorben. In Walsenhausen war es Paul Vogt, der Flüchtlingspfarrer und Gründer des Sonneblick. Der Armenierpfarrer Jakob Könzler, der allerdings nur Walsenhauser Bürger ist und oder war und sonst mit Walsenhausen nicht viel zu tun hatte. Er ist in Hundwil aufgewachsen. Dazu kommt aber der in Walsenhausen in einer mit stark religiösen methodistischen Familie der Konsul Karl Lutz. Als Schweizer Konsul lebte oder arbeitete er in Budapest 1944 und er hat um die 60.000 Menschen das Leben gerettet. 60.000, man hat das richtig gehört. In Lutzenberg ist es Gertrud Kurz, die spätere Flüchtlingsmutter. Einigen von Ihnen mag dieser Name auch noch bekannt vorkommen. Aber wir sind immer noch bei der Geschichte des Weges. Dann und wann, ich komme jetzt auf mich persönlich zurück, organisiere ich im privaten oder halböffentlichen Rahmen Ausflüge oder Exkursionen und mache auch mal Dorfführungen. Nicht allzu häufig, aber immerhin. So kam vor einigen Jahren die Anfrage vom Vorstand der SP aus Soden, ob ich nicht einmal eine heimatkundliche thematische Wanderung im Vorderland anbieten könnte. Kein Problem, ich nahm das vorher erwähnte Lehrmittel und hatte eine pfannenfertige Vorbereitung für diese Wanderung. So um die 30 Leute waren es damals, ich erinnere mich gut, wanderten auf Friedenswegen von Walsenhausen nach Heiden, wie gemäß des Lehrmittels auch die Schüler das einmal hätten tun sollen. Kurz darauf gab es eine neue Anfrage. Sie kennen die Ostermärsche. Die hatten einst eine große Aufmerksamkeit. Es gibt aber immer noch den Bodensee-Friedensweg, der immer am Ostermontag stattfindet, immer noch. Ob man da mal was machen könnte, wurde ich angefragt. Natürlich war das möglich. Und so kam es, dass am Ostermontag 2010 ein bunter Haufen von um die 200 Leuten auf Spuren von Krieg und Flucht durchs Vorderland zog. Bei der Schlussveranstaltung in Heiden stieß auch der Sohn von Max Detwiler dazu und brachte dazu die legendäre weiße Flagge seines Vaters mit. Ich erinnere mich mit großem Respekt an den Mann mit der weißen Fahne. Als junger Mann bin ich ihm einmal auf dem Bahnhof Zürich begegnet. Nach diesem Event hatten wir Lunte gerochen. Warum sollten wir diesen Weg nicht institutionalisieren? So richtig mit Wegweiser und Homepage. Wir waren wohl ein bisschen naiv, als wir uns an die Arbeit machten. Mit mir meine ich vier Männer aus dem Vorderland. Wir schrieben ein umfangreiches Konzept und vergaben gleich einen ersten Auftrag. Und jetzt komme ich dazu, zur Gedenktafel da draußen. Pius Süß war damals Gemeinderat in Wolfalden und irgendwie mit der Renovation der Kirche beschäftigt. An der Außenwand hängt eine Gedenktafel für den Sängervater Titus Dobler. So eine wollten wir auch für Katharina Sturzenegger haben. Und so eine hängt jetzt auch da, neben der des Sängervaters. Katharina Sturzenegger, Posthalterin von Wolfalden, Lehrerin, Druckereibesitzerin, Dunant-Vertraute, Rotkreuz-Delegierte erst im russisch-japanischen Krieg und dann in Serbien während der Balkankriege und während des Ersten Weltkriegs. Sie haben richtig gehört. Posthalterin, Lehrerin, Druckereibesitzerin, Dunant-Vertraute, Rotkreuz-Delegierte in Japan und Serbien. Das war Katharina Sturzenegger und zwar anfangs des letzten Jahrhunderts. Verheiratet war sie nicht. Doch etwas habe ich jetzt noch vergessen. Mit Dunant kam sie in Kontakt, weil sie Französisch konnte und weil Dunant gegenüber der Heidlerpost ein gewisses Misstrauen entwickelt hatte. Er brachte darum seine Post nach Wolfalden, wo er wusste, Katharina Sturzenegger kann Französisch. Verheiratet war sie nicht. Sie sagte einmal, sie könne sich schon vorstellen, einen Mann zu haben. Aber nur, wenn der ihr die Haushaltung machen würde.
1900 in dieser Zeit war das. Ich erzähle diese Geschichte so ausführlich, erstens, weil sie mir gefällt, die Katharina Sturzenegger, und weil mit der Bestellung der Gedenktafel die Probleme für unsere so wohlgemute Gruppe anfingen. Die Tafel kostete nämlich glatte 8.000 Franken. Die Gemeinde Wohlverhalten zeigte sich großzügig und zahlte 1.000 Franken dazu. Wer soll den Rest übernehmen? Und zudem war uns das Projekt sowieso ziemlich über den Kopf gewachsen. Wir waren alle noch berufstätig und auch mit Nebenämtern beschäftigt. Wir wussten eine Zeit lang nicht weiter. Wie es halt oft ist bei solchen Fällen, die rettende Idee kam. Stefan Sonderegger, vielleicht kennen Sie ihn, Vorderländer und Stadtarchivar von St. Gallen, der uns damals beraten hat und das auch heute noch tut, fand, das wäre doch ein Projekt für den Verein Dünau 2010+. 2010, das war das Todesjahr von Henri Dunant, und das wurde in Heiden relativ aufwendig gefeiert, ist der falsche Ausdruck für einen Todestag, aber doch relativ aufwendig begangen. Und organisiert das jenes Jahr eben der Dünau-Verein 2010. Den wollte man dann nicht auflösen, der hatte aber nach diesem Jubiläumsjahr nichts mehr zu tun. Und in dem Fall war es für uns ein Glück. O Wunder, der Verein fand, das sei eine gute Idee. Und wunderbarerweise war die Rechnung für die Gedenktafel in Wohlverhalten wie von Zauberhand bezahlt. Und plötzlich begann das Projekt unter der Ägide des Dünau-Vereins wieder zu laufen. Heute heißt diese Gruppierung nicht mehr Dünau-Verein, sondern der Verein Appenzeller Friedensstationen. Einfach darum, damit es keine Dinge, also damit es keine Verwechslungen gibt mit dem Dünau-Museum. Dann liefen einige Dinge wie von selbst. Ein Beispiel: die auf Platten beim Mühltobel einen Friedenstisch vom Trogener Künstler Hans-Rudi Fricker aufzustellen. So einen, wie er auf dem Kirchplatz in Heiden auch steht und wie wir ihn dann noch sehen werden heute und wie er auch in Stuttgart, Berlin und Dornbirn schon steht. Von jenem Punkt aus sieht man nicht nur das Geburtshaus von Gertrud Kurz, sondern auch weit hinein nach Österreich und Deutschland. Wäre doch ein wunderbarer Platz. Auch diese Idee stieß auf offene Ohren. Beim Verein war damals nämlich gerade eine Bestellung für einen solchen Friedenstisch aus Marburg an der Lahn eingetroffen. Die wollten so einen haben. Und so gab man gleich zwei Tische in Auftrag, obwohl der Standort für diesen Tisch noch gar nicht geklärt war. Und auch hier, natürlich gab es intensive Verhandlungen mit Grundbesitzern, mit der Gemeinde, auch mit dem Kanton, und wir fanden immer eine gute Lösung. Und unbürokratische Zusagen, zum Beispiel vom Zivilschutz, der nicht nur die Wege in Ordnung brachte, sondern gleich auch noch den Tisch an exponierter Stelle aufstellte. Und auch als ich im Heidler Gemeinderat, ich gestehe es, ich bin Mitglied des Gemeinderats in Heiden, dem Antrag stellte, unseren Tisch doch aus dem versteckten Platz im Kurpark in Heiden etwas prominenter auf dem Kirchplatz aufzustellen, war das allenfalls ein 60-Sekunden-Traktandum. Und der erste große Glücksfall war tatsächlich der größte Glücksfall, dass das Projekt durch den Dünau-Verein und den damaligen Präsidenten Hans-Jörg Fricker übernommen wurde. Nun gab es eine Organisation mit viel mehr personellen Ressourcen und ganz wichtig, es gab auch eine Kasse, die ja uns schon aus dem Schlamassel mit der Gedenktafel befreite. An dieser Stelle möchte ich gerade auch Hans-Jörg Ritter, dem Vereinspräsidenten, einen großen Dank aussprechen. Ohnehin wäre die Idee wohl eine Idee geblieben. Gerne aber will ich natürlich auf die wichtigen Aspekte der Friedensstationen eingehen. Welche Persönlichkeiten waren denn gemeint? Es ist tatsächlich erstaunlich, die Dichte der Persönlichkeiten in dieser Region, die mit Frieden zu tun hatten. Ich habe anfangs darauf hingewiesen, es ist nicht allein die Leuchtturm, die Leuchtgestalt Henri Dunant in Heiden. Großartiges geleistet haben auch andere. Ich will kurz darauf eingehen. Muss aber sagen, dass ich nicht in allen Fällen ein Spezialist bin und vielleicht auch nur bei dem einen oder anderen in gröberen Zügen Bescheid weiß. Karl Lutz in Walzenhausen.
stand als Diplomat im diplomatischen Dienst der Reichsgenossenschaft und war 1944 in Budapest stationiert. Bis dahin lebten Juden in Ungarn zwar nicht unbehelligt, aber doch einigermaßen sicher. Das ist eine erstaunliche Tatsache. Das änderte sich aber 1944, als die Nazis auch dort mit der Endlösung, der sogenannten Endlösung, im großen Stil begannen. Karl Lutz gelang es, bei den deutschen Behörden Schutzbriefe zu bekommen für eine bestimmte Anzahl Einheiten. Das ist ihm darum gelungen, weil er Jahre früher in Palästina eine umgekehrte Rolle spielte wie in Budapest. Er hat damals nämlich die deutschen Interessen bei der Mandatsmacht Großbritannien vertreten. In Budapest war es umgekehrt. Er hatte also gewisse Beziehungen nach Berlin. Und er hat tatsächlich diese 10.000 Schutzbriefe bekommen für 10.000 Einheiten. Einheiten, Sie merken die Nazisprache für Menschen. Einheiten, da hat aber Karl Lutz eigentlich das Beste draus gemacht. Mit Einheiten können nicht Einzelpersonen gemeint sein, sagte sich Karl Lutz. Damit müssen Familien oder gar Gruppen gemeint sein. So wurden aus 10.000 60.000 Menschen. Das ging einige Zeit gut. Wie lange es gut gegangen wäre, weiß man nicht. Die Rote Armee hat Ende des Jahres Budapest erobert und damit waren auch diese Menschen gerettet. Karl Lutz reiste auf Umwegen in die Schweiz zurück, wo er vom Zöllner mit der Frage, haben Sie etwas zu verzollen, begrüßt wurde. Karl Lutz hat in der Schweiz nie die Wertschätzung erfahren, die er verdient hätte und war darüber sehr gekränkt. Machen Sie mal ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich den Friedhof in Ihrem Dorf oder in Ihrer Stadt vor und überlegen Sie, wie groß er sein müsste für die 60.000 Menschen, denen Karl Lutz in Budapest das Leben gerettet hat. 60.000. Er wäre wahrscheinlich durchaus ein Kandidat für einen Hollywood-Film à la Schindlers Liste. Das müsste man sicher so sehen. Mittlerweile gibt es im Bundeshaus in Bern einen Karl-Lutz-Saal. Vielleicht haben Sie davon schon einmal etwas gehört. Jakob Krünzler, in Hundwil aufgewachsen und Bürger von Walsenhausen, Vater der Armenier, hat während des Weltkrieges, des Ersten natürlich, während des Völkermordes in Armenien Großartiges geleistet. Zum Beispiel als Arzt gearbeitet, Flüchtlingszüge begleitet, obwohl er nur über eine Pflegerausbildung verfügte. Anders als Karl Lutz erhielt er die Anerkennung. Zum Beispiel als Ehrendoktor der Medizin. Er muss also auch als Arzt, der er nicht war, aber doch als solcher arbeitet, durchaus Großartiges geleistet haben. Die Ehrendoktorwürde, ich habe es immer noch unterlassen, da habe ich eine Pendenz. Ich weiß nicht, der Universität Basel oder Zürich, einer von beiden. Dann ist da Paul Vogt, der Gründer des Sonnenblick in Walsenhausen. Arbeitslosenprojekt, Flüchtlingshilfe, Ferienort, wieder Flüchtlingshilfe und jetzt Asylheim, immer noch nicht bezogen nach einem langen Rechtsstreit. Den Sonnenblick prägt eine wechselvolle Geschichte. Paul Vogt war ein richtiger Macher. So beschreibt ihn Adrian Keller, der Leiter des Sonnenblicks, der erst vor ein paar Tagen pensioniert wurde. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof in Walsenhausen. Ich war schon öfter dort, öfter liegen dort auch Steinchen auf dem Grabstein. Sie kennen sicher den jüdischen Brauch, nach Grabbesuchen Steine auf den Grabsteinen zurückzulassen. Gerto Kurz in Lutzenberg, das ist die erwähnte Flüchtlingsmutter aus dem Zweiten Weltkrieg. Und damit habe ich sogar kleine biografische Berührungspunkte. Meine Mutter hat nämlich immer mit sehr großer Hochachtung von dieser Gerto Kurz, der Mitarbeiterin oder Leiterin des christlichen Friedendienstes, dann später in Bern auch gesprochen. Ich habe sie persönlich nicht kennengelernt, aber sie ist aufgewachsen in einem schönen Haus, das an meinem Schulweg lag. Und das war mir immer bewusst, hier musste eine wichtige Persönlichkeit gelebt haben.
Willy Kobe und seine Frau Margret Besmer, beide haben sich im Rahmen des Schweizerischen Friedensrates intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ihre Gräber befinden sich wie das von Paul Vogt auf dem Friedhof in Walzenhausen. Über Katharina Sturzenegger habe ich jetzt schon einiges erzählt. In Heiden sind das gleich mehrere. Dunant, Bö, sein Stichwort gegen rote und braune Fäuste. Sie erinnern sich an seine berühmten Karikaturen. Er hat zum Beispiel jede dieser Karikatur ganz genau ausgearbeitet. Wenn ihm ein Strich daneben ging, hat er ihn mit Tippex verwässert. Mit Tippex, es ist kein Strich auf seiner Karikatur falsch, sondern diejenigen, die ihm irgendwie misslungen sind, hat er mit Tippex ausgeglichen. Klar musste er das tun, wahrscheinlich wegen der Drucktechnik damals. Und wir besitzen im Museum Heiden noch eine größere Sammlung seiner Karikaturen. Und dann der Pater Theodosius Florentini, für den es gleich zwei Gedenktafeln gibt in Heiden. Er stammt aus dem Münstertal. In Müstair habe ich bei einem Besuch, im letzten Sommer war das, wollte ich mit meiner Frau mal das Kloster besuchen, Weltkulturerbe in Müstair. Da prangt eine noch viel, viel größere Gedenktafel an ihn, an seinem Geburtshaus. In Heiden haben wir aber auch zwei. Theodosius Florentini hatte mit dem Vorderland, ich habe ja vorhin gesagt, Persönlichkeiten mit dem Vorderland zu tun haben, nicht sehr viel zu tun. Er ist einfach auf der Durchreise in Heiden gewesen und ist da zufälligerweise erkrankt und gestorben. Also mehr hat er nicht zu tun damit, aber trotzdem finden wir, gehört er in diese ganze Gruppe. Florentini war Pater, katholischer Priester, Gründer der Menzinger Kongregation der Schwestern. Er hat Unternehmen gegründet, um seinen Arbeitern und Arbeiterinnen gute Lohn- und Lebensbedingungen anbieten zu können. Er war ein eigentlicher Sozialreformer und Unternehmer, alles ein bisschen gleichzeitig, Klostergründer und so weiter. Und wie gesagt, gestorben in Heiden. Keine Preziose, aber eine ganz besondere, Entschuldigung, keine Persönlichkeit, aber eine ganz besondere Preziose ist die Friedensglocke von Nagasaki. Ich habe Ihnen draußen vor der Kirche ein bisschen davon erzählt. Sie kennen vielleicht Ihre Geschichte, sonst lohnt es sich tatsächlich, diese auch nachzulesen. Sie finden das auch auf der Homepage, auf unserer Homepage, aber auch auf der des Dünner Museums. Immer am 9. August, das kann ich noch kurz erzählen, am 9. August, Ende der Sommerferien, um 11:02 Uhr, vielleicht können Sie sich das einmal merken, wäre vielleicht noch schön, nächstes Jahr gibt es einen größeren Anlass dazu, wird diese Glocke geläutet. Man kann da diese Glocke läuten, 11:02 Uhr, das ist der Zeitpunkt, da die Atombombe über Nagasaki explodierte. Und das ist schon eine berührende Geschichte, da an dieser Glocke zu ziehen, von der man weiß, ja, die Verbindung, die da dazugehört. Es gibt da bei diesem Anlass Reden, aber auch Musik und Gedenken. Jeweils ein sehr schöner Anlass mit etwa 30 bis 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Diesmal Corona-bedingt natürlich etwas umfangreicher im Platzbedarf. Nächstes Jahr wird das hoffentlich anders sein. Was ist eigentlich gemeint mit diesen Friedensstationen? Ich zitiere aus unserem Konzept. Die humanitären Leistungen für Persönlichkeiten mit starkem Bezug zum Appenzeller Vorderland werden einer breiteren Öffentlichkeit auf eine spannende und leicht verständliche Art näher gebracht. Auf der einen Seite sollen die wichtigsten Fakten und Stationen der Lebenswerke historisch verlässlich, und das ist uns sehr wichtig, für unseren Verein arbeitet auch ein Historiker im Mandat. Also was wir verbreiten, da stimmt, das ist überprüft. Das, denke ich, ist noch sehr wichtig und verlässlich vermittelt werden. Gleichzeitig besteht die Verpflichtung, die Reflexion auf die Gegenwart und die Zukunft zu fördern. Die wichtige Frage soll im Zentrum stehen, was bedeuten diese Lebenswerke für uns heute und für unsere Nachkommen? Sind Sie uns ein Vorbild und können Sie uns auch heute noch Handlungsanleitungen geben? Auf diese Weise Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
in eine Art Beziehung gebracht werden. Auf der anderen Seite sollen geografische wie humanitäre Weitblicke ausgewählter Persönlichkeiten gewürdigt werden. Was ist bereits gemacht? Ganz wichtig, und noch bevor wir uns auf die Geldsuche machten, begannen wir eben mit der Erarbeitung der Inhalte. Ein junger Historiker wurde beauftragt, Informationen zu sammeln, um von allen Aussagen, vor allem auch Aussagen von Zeitzeugen einzuholen. Viele der Ergebnisse sind bereits auf unserer Homepage auch verfügbar. Denn unser Projekt sah ja nicht einfach vor, einen weiteren thematischen Wanderweg einzurichten. Wir denken vielmehr, unsere Friedensstationen seien so eine Art in der Landschaft liegendes, begehbares Museum mit jederzeit abrufbaren Informationen. Und das liebe Geld. Dann ging es um die Beschaffung der Finanzen. Verschiedene Stiftungen haben sich großzügig dafür eingesetzt. Auch von den Gemeinden gab es viel Gutwill, sei es mit großzügiger finanzieller Hilfe, sei es mit Arbeitsleistungen beim Wegbau. Anders gesagt, wir leben vollumfänglich von Spesen, seien das solche aus privater oder öffentlicher Hand. Vieles ist erledigt, vieles aber noch in Arbeit. Also der ganze Weg von Heiden nach Walzenhausen und umgekehrt ist zuverlässig beschildert. Die weißen Wegweiser tragen alle das Signet, die Verbindung des stilisierten Wanderers mit dem Friedenszeichen. An den Stationen stehen die orange-grauen Gruben mit Informationen. Es ist also alles da. Die beiden Friedenstische mit der Heidler-Konvention stehen an markanten Punkten. Die Homepage ist in Betrieb und ziemlich gut ausgebaut. Vieles aber ist noch in Arbeit. Wir können Lehrplan 21 taugliche Unterrichtseinheiten für Oberstufenschüler zur Verfügung stellen. Unsere Homepage ist zwar noch nicht fertig und wird es auch sicher auch nie sein, aber sie bietet ein breites Angebot an historisch aufgearbeiteten Informationen. Sehr wichtig nimmt der Verein die Arbeit mit den Schulen. Man kann bei der Touristinformation am Bahnhof Heiden Tablets beziehen mit Informationen. Es gibt eine Vereinbarung mit dem Tourismus. Der Historiker ist immer noch im Auftrag tätig und so weiter. Und nicht zuletzt, das wage ich jetzt auch noch zu erzählen, gibt es in Heiden ein gut ausgebautes Haus für Gruppenunterkünfte mit einigem Komfort, auch für Erwachsene. Also man kann da also auch ganz gut länger oder mit Gruppen verweilen. Ich habe mir mal die Liste angeschaut von den Friedensnobelpreisträgern. Ich habe es vorhin draußen gesagt, Henri Dunant ist der Erste. Er musste den Preis teilen mit einem Franzosen. Ich habe die Liste der Träger angeschaut und ich glaube, wir dürfen mit leisem Stolz auch darüber reden, dass der erste Träger ein Heidler ist. Wenn es auch einer war, der kaum Deutsch sprach, der aus Genf stammte, aber halt doch 23 Jahre seines Lebens in Heiden verbrachte. Über die Geschichte von Henri Dunant habe ich jetzt nicht so viel erzählt, ich setze die als halbwegs bekannt voraus. Wir können später vielleicht noch weiter darüber eingehen. Ein paar Namen aus der Liste der Friedensnobelpreisträger. 1901 war das, wie gesagt, Henri Dunant. 1905 Bertha von Suttner, eine österreichische Adelige und Autorin des Romans Die Waffen nieder um 1900, kurz bevor man das eben dann nicht getan hat. 1917, ich habe das mit Verwunderung gelesen, das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, und das mitten im Ersten Weltkrieg, die Schlacht von Verdun war gerade in Gang. 1953, George Marshall, war es tatsächlich ein General, der ausgezeichnet wurde, natürlich nicht für seine Kriegstaten, sondern für den Marshallplan, der mithalf, die zerstörten Länder wieder aufzubauen und zu stabilisieren. 1979 war es Mutter Teresa, 1984 Desmond Tutu, der südafrikanische Bischof, und 1999 Ärzte ohne Grenzen. Die Liste wäre natürlich noch sehr viel länger. Aber aufgrund dieser kurzen Liste kann man wohl die Möglichkeiten sehen, die wir alle hätten, um
zu Friedensarbeit unseren Teil beizutragen. Jeder und jede, alle an ihrem Ort, so wie wir wenigen Leute das jetzt gerade auch hier in der Kirche in Wolfalten tun. In Heiden gibt es zwei sehenswerte Museen, das möchte ich Ihnen jetzt wirklich noch nahe bringen. Das sind beide sehenswert und auch aktiv. Das Henri Dunant Museum zeigt ständig die Stationen Henri Dunants in seinem Leben, hat eine ständige Ausstellung, die sich damit beschäftigt, seine Herkunft in Genf, Tätigkeit als Geschäftsmann, sein Weg nach Solferino und eben dann mit der Gründung des IKRK. Die Sonderausstellung, die jetzt da zu sehen ist, der Preis für den Frieden, beschäftigt sich mit dem Nobelpreis. Dann gibt es das Historische Museum am Kirchplatz. Das besitzt eine reiche, und das ist eine Besonderheit, eine reiche Sammlung an ethnologischen Gegenständen aus Indonesien. Im vorletzten Jahrhundert zusammengetragen von Appenzellern und besonders Heidler Geschäftsleuten. Gezeigt wird diese unter dem Titel Ferne Welten, fremde Schätze. Und wenn man diese Ausstellung gesehen hat, kann man nicht mehr sagen, die Schweiz hätte nie etwas zu tun gehabt mit Kolonialismus. Also das ist auch klar. Kleines Detail, in dieser Zeit, in der diese Geschäftsleute in Indonesien arbeiteten und wirkten, zum Teil ihr Leben verloren, zum Teil reich wurden, gab es eine große Anzahl von Schweizer Söldnern, die dort im Dienste der holländischen Armee waren. Man denkt, dass etwa 6.000 bis 8.000 Mann waren. Das habe ich nicht gewusst vorher. Stellen Sie sich sowas vor. Das war Ende des vorletzten Jahrhunderts. Offen ist das Dünermuseum von 11 bis 16 Uhr heute Sonntag und das Historische Museum von 14 bis 16 Uhr. Nun komme ich zum Schluss. Was heißt Frieden überhaupt? Und jetzt zitiere ich. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg, obwohl das für viele Leute schon genug wäre oder sie damit zufrieden wäre. Also nein, Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. Das ist ein Zitat von Baruch de Spinoza, 1632 bis 1677. Ein holländischer Philosoph, meines Wissens jüdisch, glaube wenigstens. Baruch müsste jüdisch sein, ne? Nein, er war Jude, wenn ich mich, nein, ziemlich sicher. Gut, hier steht noch, das Postauto fährt um 15.17 Uhr, aber das ist jetzt hinfällig, weil unsere Autos ja draußen stehen. Ich danke herzlich für die Einladung, für die Bereitschaft zum Zuhören. Und natürlich auch für Ihren persönlichen Einsatz, wo und immer und wofür. Natürlich beantworte ich gerne Fragen, wenn Sie überhaupt mögen und wenn ich sie beantworten kann. Vielen Dank. Der Karl Lutz ist eine unglaubliche Figur. Haben Sie schon mehr von ihm irgendwie kennengelernt? Ja, in den Medien. In den Medien oder auch seine Fotografien. Er ist ja ein begnadeter Fotograf gewesen. Auch ein Selbstdarsteller. Er hat schon gewusst über seine Wirkung, die er hat. Immer bestens gekleidet. Er hat Fotos mit dem Selbstauslöser gemacht, wenn er aus der Trümmer kreucht, da in Budapest. Also es gibt unglaubliche Fotos von ihm. Er ist wirklich eine ganz beeindruckende Figur gewesen. Man weiß mittlerweile eigentlich ziemlich viel. Aber wir geben uns Mühe. Und warum es ist ursprünglich so war, jetzt gibt es keinen Grund mehr mit dem Karl Lutz über den Zweifel überhaupt zu haben. Also seine Verdienste sind enorm. Aber Tatsache ist natürlich, er hat gegen Gesetz verstoßen. Er hat nicht gefragt, wie alle anderen auch, er hat nicht gefragt, zu Bern darf ich da beschießen. Und dass er am anderen noch beschießen hat, war ja Todesmutig. Ja, eben, da ist überhaupt all diesen Leuten ist es gemeinsam, dass eigentlich immer Grenzüberschreitungen begangen haben. Also, wo es notwendig war, haben sie wirklich gewusst, das kann ich jetzt so nicht zulassen. Und wenn ich jetzt den Schritt mache über die Grenzen vom Gesetz und von den Konventionen, dann kann man da auch noch in den Garten wachsen. Zum Teil sind die Leute auch noch ein bisschen privilegiert gewesen. Gerdo Kurz war verheiratet mit einem
mit einem Gymnasiallehrer, der zu Bern in der guten Gesellschaft verkehrt hat. Gerda Kurz ist zum Beispiel einem Bundesrat Steiger in sein Wattländer Ferienhaus nachgereist, hat ihn dort besucht und gesagt, so wie sie jetzt angeordnet hat, geht das nicht. Das hätte sie vermutlich nur als Frau können, wenn wir als Männer das gemacht hätten, wären wir hochkant rausgeflogen in der damaligen Zeit. Also ich meine, ich bitte da richtig zu verstehen. Und insofern ist sie, sie hat, genau, zweckheiliges Mittel. Sie hat auch wo die Grenze zugegangen ist, 1941 ist das, glaube ich, oder 40, wo die Grenze wirklich ermäßig zugegangen ist, hat den Schaffhauser Zöllner noch Gewissenskonflikt gehabt, dort an der Grenze gegen die Taingen raus und ist dort vor Flüchtlingen gestanden und hat die Frage gehabt, muss ich die reinlassen oder nicht. Und hat sich nur so zu helfen gewusst, dass er gewusst hat, ah, die Gerda Kurz, das war irgendwie in seinem Kopf drin, jetzt läutet deren an und der hat das gemacht. Vermutlich auch eine Grenzüberschreitung gewesen. Und dann läutet deren an auf Bern und sagt, ja, sie Frau Kurz, was muss ich machen? Die Grenze ist doch zu, oder? Da hat er nicht so recht gewusst. Und Frau Kurz hat gesagt, selbstverständlich ist die Grenze offen, natürlich müssen sie reinlassen. Hat aber nicht gestummen, oder? Also so Geschichten sind so Grenzüberschreitungen, die ich finde, das ist eben schon auch noch eindrücklich. Und der Jakob Künstler, der Armeniervater, der hat einfach gemacht, was er nicht müssen. Also er hat jetzt einfach unter vollem Einsatz von sich selber und vollem Einsatz auch von seinem Leben hat er geschafft. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth, da muss man natürlich deutlich sagen. Ohne sie wäre keine Chance gewesen. Und die hat genau den gleichen Mut gehabt, genau den gleichen. Wobei auch da muss man natürlich sagen, sind da größere Drachen, wenn man an Paul Gröninger denkt. Ja. Der Polizeikommandant ist ja wirklich abgeschoben worden aufs Hinterletzte. Ist ja auch reingegangen, hat sie erscheint, das können machen, ob sie alles sind. Ja, und dann ist es aber dann fertig gewesen. Wenn er guckt, bis zum Mund, genau. Da hat er den nicht gespürt, wie ich das noch habe. Aber auch er hat Grenzüberschreitungen begangen. Also, er hat übrigens einmal noch, ich habe erst später mal von im gleichen Schulhaus hat da Stellvertretungen gemacht, als ich dann 25 Jahre später Lehrer geworden bin. Also ist auch noch irgendwie noch so ein bisschen biografischer Berührungspunkt. Kürzlich bin ich zu Budapest, gibt es eine Stiftung, Karl Lutz. Und die Stiftung, die bemüht sich ums Andenken von Karl Lutz. Und da gibt es auch eine Wanderausstellung, die war auch noch zu Heide gewesen und dann im Sonnenblick. Und dann ist sie jetzt irgendwie für ein paar Jahre verschwunden und ist überarbeitet, wieder auftaucht. Sie ist letzten Sommer in dem, wie heisst die Kirche mit den zwei Türen zu Bregenz? Stagallus oder Martinskirche, bin ich mir sicher. Und dort ist sie wieder ausgestellt gewesen, da bis sie dann nochmal anschauen. Es ist schon auch eindrücklich, dürfen dort her, von Budapest her wird es betrieben. Und eben jetzt in der Schweiz gibt es halt Karl Lutz. Wenn ich zum Karl Lutz auch noch so ein bisschen persönliches Erlebnis, wo wir da schon mit den Friedensstationen unterwegs sind, ist plötzlich ein eitler Kollege zu mir gekommen und er hatte eine Israelreise gehabt und hat gesagt, oh, ja, du weißt eben da die Gedenkstätte, oder? Da ist einer drauf aus unserer Gegend. Und er sagt, Karl Lutz, ja, er hat jetzt da gesehen, dort, ohne genau was darüber zu wissen, und ist sich bewusst gewesen, da hat es tatsächlich auch aus unserer Gegend. Und er sagt, ja, weil zu Hause, wir müssen es genau wissen. Und was die Leute auch noch ein gemeinsam haben, und da wäre jetzt für mich noch, ihre Gruppe heisst ja Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft, was mich da immer auch ein bisschen umtreibt, ist einfach die Tatsache, dass die Leute, die ich jetzt hier erzählt habe, darüber alle, wirklich alle, vielleicht am wenigsten noch Katharina Sturzenegger, aber die anderen alle haben ein relativ tiefes Gottvertrauen gehabt. Und mich würde es noch wundern, wie weit das auch ein Antrieb war und vor allem auch, was für, da wäre mir jetzt mein persönliches Interesse, was für eine Art Gottesbilder als die hatten. Also ist jetzt das einfach festgeführt gewesen oder eher nicht. Der Karl Lutz war Methodist gewesen, ziemlich stark gläubig, aus einem sehr gläubigen Elternhaus. Der Jakob Künstler ebenso. Katharina Sturzenegger war eine reformierte Ausserroderin gewesen, die dann am Schluss von ihrem Leben zum Katholizismus konvertiert ist. Auch ein ganz interessanter Vorgang. Willi Kobe und Margret Besmer sind, der Willi Kobe war reformierter Pfarrer, Paul Vogt auch. Also sind schon noch
Punkte, die einem noch wundern hat. Beim Bö habe ich keine Ahnung. Ich glaube, dort spielt die Religion wirklich keine Rolle. Aber ich weiß es nicht. Da kann ich. Kritischer Geist, genau so. Also so halt. Das sind schon noch spannende Geschichten. Und da wäre. Kommt nicht vor bis jetzt in dem Projekt. Da wäre noch so eine Weiterentwicklung, die mir. Könnt ihr noch vorstellen? Soll ich? Ja, so Pläne habe ich tatsächlich schon gehabt. Also, da muss ich jetzt gerade ehrlich gestehen. Und das Zweite wäre, was mich noch umtreibt in dieser ganzen Sache, wenn wir jetzt da, ich habe es etwa zweimal zitiert, wenn wir jetzt da die Aussicht, also heute nicht, aber wir haben ja eine phänomenale Aussicht. Und wenn wir da genau schauen, wohnen, leben wir da schlicht im Paradies. Man kann es nicht anders sagen. Also, mindestens in einer Gegend, wo einem immer wieder Möglichkeiten gibt, um auch glücklich zu leben. Also, ich meine, jetzt wirklich glücklich. Und gleich war das nicht immer sicher gewesen. Gar nicht immer sicher gewesen. Ich bin jetzt 70 und wenn ich mir vorstelle, ich bin 1950 geboren. Meine Eltern haben noch zugeschaut, wie Friedrichshafen bombardiert worden ist. Deine Grosseltern haben ja auch ähnliche Geschichten. Und wenn wir jetzt da so anschauen, man muss sagen, seit mittlerweile 75 Jahren sind wir im Paradies. Wenn wir aber raus schauen, von gewissen Höfen, zum Beispiel vom Friedenstisch aus, von Heiden aus, sieht man etwas in Überlinger See. Dann sieht man bis auf Überlingen, von Walzerhausen aus, und das Überlingen, ich weiß nicht, ob Sie das gewusst haben, hat es ein Aussenlager von Dachau gegeben. Und das Überlingen, ein Aussenlager von Dachau, sind schon richtig gehört. Und die Häftlinge, die dort waren, die haben müssen, wenn sie Überlingen kennen, vielleicht sind sie schon dort gewesen, wunderschöne Art, also das ist überhaupt kein Zweifel. Wenn man noch weiter am Überlinger See nachgeht, gegen das Ende vom See, hat es ein hohes Sandsteinfelsen. Und das sind wirklich, die geologische Ursprung weiss ich jetzt nicht von dem, die Sandsteinfelsen haben im letzten Kriegswinter, haben die Dachauer Häftlinge dort riesige Höhlen und Kavernen hineingebaut. Das sind KZ-Höhlen von Überlingen. Tun Sie es einmal googeln, Sie finden nicht viel, aber doch seien die darunter. Das sind jetzt Gedenkstätten, die im deutschen im Bundesstaat, also nicht Baden-Württemberg, sondern wirklich Deutschland von denen betrieben wird. Es ist aber ein hermetisches Tor dazu. Man kommt nicht rein ohne Anmeldung und man braucht eine Führung und eine Gruppe. Und da wird es einem schon noch heiß ums Herz oder kalt, je nachdem. Das sind grosse Kavernen, in den Sandstein sind es Ring, also Ring. Den hat man können durchbohren. Und da war vorgesehen, um die Kriegsindustrie, die zu Friedrichshafen schon heftig gelitten hat, dort hinein zu verlegen. Der einzige Arbeitsplatz, der dort hinein funktioniert hat, am Schluss von der ganzen Geschichte, ist der von der Sekretärin. Da hat sogar ein Telefon funktioniert raus. Und sonst ist nichts mehr passiert. Also die Franzosen sind schnell genug gekommen. Also Krieg im Paradies. Und ein anderes Beispiel von dieser ganzen Geschichte ist der Weltkrieg vorher. 1914, Lindau hat so markante Gebäude auf der westlichen Seite von der Insel. Da ist die sogenannte Luitpold-Kaserne. Da haben sie um 1900 herum hat die Stadt Lindau ziemlich viel Geld aufgeworfen und recht müssen dafür kämpfen, die Kaserne zu bekommen. Weil das hat bedeutet Soldaten, das hat bedeutet Ausgang, das hat bedeutet unterhalb von diesen Soldaten, das bedeutet Arbeit für die Stadt. Und die sind dann dort gekommen, sind 1914 natürlich in Krieg gezogen, das sind Allgäuer Soldaten gewesen, und sind bereits im September sind sie in der Vogese, beim Dorf Bassien, so heisst der Patient geschrieben, sind sie auf eine französische Maschinengewehrstelle gestoßen und 600 Soldaten tot. Und die zweitägige Schlacht haben dann die Deutschen zwar gewonnen, um den Preis von 600 toten Franzosen. Jetzt muss man sich vorstellen, vom Bodensee aus ist das gelaufen, oder? Also, es sind verrückte Geschichten. Und wenn man da anschaut, das sind 100 Jahre her und wir leben da und haben das Gefühl, hey, wir leben doch an einem Ort, der wunderbar ist. Das treibt mich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen um. Mir geht da irgendwie das Gleichzeitige vom Ungleichen geht man schon noch ein bisschen, näher. Man kann das auch noch lesen. Also es ist auch, das Projekt habe ich mich schon gefragt, wie weit geht das fest über den Kopf. Also Erlebniswert mit Frieden, man kann nicht spielen unterwegs. Man kann nicht Plausch und Vergnügen haben.
Anlässe, die grösser organisiert sind, wie die, die wir da uns wieder getroffen haben, mit der Gedenktafel von Karl Lutz im Geburtshaus, oder bei der Einweihung, also da war es rammelvoll gewesen, das sind, oder der Osterweg, Ostermäntigweg, das sind sicher, ich probiere einmal nicht zu übertreiben, und mit 200 habe ich sicher nicht übertrieben, das sind dann schon Fälle, die dann wirklich toll sind. Ja, aber sonst geht es halt schon sehr stark über den Kopf, das muss ich jetzt halt sagen. Und ja, vielleicht hat es auch mit uns vier Gründern zu tun, das ist schon möglich. Weniger. Wohl, Gefühle sind viel vorhanden, sehr viel sogar, auch Emotionen. Das Verrückte ist, was ich dort erlebt habe, ein Schüler von Wohlfalden, hat mir via seine Lehrerin einen Schutzbrief zukommen lassen. Der hat so einen Schutzbrief entworfen, wie der seiner Meinung nach können aussehen könnte. Und hat mir dann als Dank für das, hat er mir über seine Lehrerin den Schutzbrief zukommen lassen. Also, der hat er erfunden. Dem ist da voll eingefahren. Also, da muss dann schon noch einiges passieren, bis eine so etwas macht. Aber das habe ich nur mal erlebt, oder? Von Sekundarschule aufwärts. Also, ja, da habe ich gesagt, mit der Vermittlung ist, denke ich, Sekundarschule aufwärts. Ja.